Heute gibt es bei mir ein ganz, ganz einfaches Rezept für solche leckeren Pilzkekse. Die sind mit einem ganz einfachen Trick zubereitet und wie der genau geht, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei! Folgende Zutaten benötigen wir jetzt: Mehl, Backkakao, weiche Butter, gemahlene Vanille, Speisestärke und Puderzucker. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer in die Infobox. In meine Rührschüssel gebe ich als erstes den Puderzucker, dazu kommt die gemahlene Vanille und die weiche Butter. Meine Butter war bis eben noch kalt gewesen, ich hatte sie im Kühlschrank und habe sie vorher nicht rausgenommen, deswegen wundert euch nicht, ich habe sie ganz kurz in die Mikrowelle gegeben und deswegen ist sie jetzt teilweise flüssig und teilweise weich, aber kein Problem. Jetzt wird das erstmal verrührt. Zum Mehl gebe ich die Speisestärke dazu und verrühre beides. Das sieht jetzt schon richtig schön cremig aus. Dazu gebe ich jetzt nach und nach die Mehlmischung. Mein Teig ist jetzt schon fertig. Schaut mal, der klebt auch überhaupt nicht. Super geworden. Der Teig kommt dann auf eine Klarsichtfolie und wird dann eingerollt. So ein bisschen flach drücken. Und jetzt kommt der Teig für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank. Nach der Kühlzeit wird der Teig wieder ausgepackt. Aus dem Teig nehme ich mir jetzt so ein bisschen und forme daraus eine Kugel. Die sollte so ein bisschen, ja, so groß sein wie eine Walnuss. Und dann kommt sie auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Lasst zwischen den Kugeln auf jeden Fall ein bisschen Platz, weil sie etwas auseinandergehen. Die Teigkugeln habe ich jetzt hier schon auf ein Backblech verteilt. Und jetzt kommt der Backkakao zum Einsatz und eine Plastikflasche. Die tunke ich hier geöffnet in diesen Backkakao. Und dann wird die Öffnung ganz leicht hier auf die Teigkugel gedrückt. Wirklich ganz vorsichtig machen. So, dass ein Pilz entsteht. Und das gleiche macht ihr jetzt mit allen Teigkugeln. Bei 175 Grad Ober- und Unterhitze kommt jetzt das Backblech für ca. 12 Minuten in den bereits vorgeheizten Backofen. Nach dem Backen lasst ihr die Kekse einfach auf dem Backblech liegen und lasst sie auskühlen. Nicht, dass sie noch kaputt gehen, denn jetzt sind sie nach dem Backen wirklich sehr, sehr weich noch und das wäre natürlich schade drum, wenn sie jetzt kaputt gehen. Und schon sind die Pilzkekse fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben von euch freuen. Abonniert gern meinen Kanal, wenn ihr weitere Videos sehen möchtet. Auf meinem Kanal findet ihr noch übrigens weitere Weihnachtsrezepte, wenn ihr daran interessiert seid. Ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Zubereitung, einen guten Appetit. Eine schöne Vorweihnachtszeit, dann bis zum nächsten Mal bei meiner Rezeptewelt. Tschüss!